ich bin Sandra, Interiordesignerin bei IKEA. Möbel und Accessoires sind wichtig, damit wir uns in unserem Zuhause richtig wohlfühlen. Ebenfalls wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden ist die Raumluft. Vor allen Dingen, wenn wir mehr Zeit in unseren Wohnungen verbringen. Wie ihr die Luftqualität verbessern und die Stimmung positiv beeinflussen könnt, das schauen wir uns heute an. Saubere Luft ist wichtig für die Gesundheit und kann Konzentrations- und Leistungsfähigkeit steigern. Daher ist es wichtig, regelmäßig gut durchzulüften. Öffnet dazu die Fenster weit, am besten so, dass ein Durchzug entsteht. So kann die Luft schnell komplett ausgetauscht werden. Frischer Sauerstoff kann einfließen. Gerüche und auch zu hohe Luftfeuchtigkeit können schnell entweichen. Gerüche und Rauch, aber auch Chemikalien, die in Haushaltsreinigern vorkommen oder aus Stoffen ausgedünstet werden, können die Luftqualität verschlechtern. Aber auch Pollen und Staub können das Raumklima belasten. Vor allen Dingen Menschen mit Atemwegserkrankungen, Asthma oder Allergien werden das merken. Mit dem Luftqualitätssensor Windrichtning könnt ihr die Luftqualität bei euch zu Hause ganz leicht testen. Die Ampelfarbe zeigt euch die aktuelle Luftqualität bei euch im Raum an. Luftreiniger und Filter können das Lüften ergänzen, indem sie die Luft von irritierenden Stoffen befreien. Unsere Luftreiniger Vernünftig und Starkwind filtern die Raumluft vor schädlichen Partikeln mit Hilfe von Partikel- bzw. Gasfiltern und helfen so, die Luftqualität zu verbessern. Ich persönlich finde Vernünftig super praktisch, denn ihr könnt ihn an der Wand befestigen bzw. mit einem Halter auf dem Boden platzieren. In dieser Größe ist er geeignet für einen Raum von 8 bis 10 Quadratmetern und auf der niedrigsten Stufe betrieben ist er so leise, dass er auch den Schlaf nicht stört. Extra Tipp: Wenn ihr ihn an einer Trottfri-funkgesteuerten Steckdose anschließt, könnt ihr ihn mit einer Fernbedienung an- und ausschalten. Neben Luftreinigern können auch Grünpflanzen die Luft filtern und sogar Schadstoffe binden. Zu diesen Pflanzen zählen Efeutute, Drachenbaum und Philodendron. Und je größer die Pflanze, desto größer der Effekt. Aber auch als natürlicher Luftbefeuchter können Pflanzen das Raumklima positiv beeinflussen. Auch hier gilt die Faustregel: Je mehr Wasser die Pflanzen brauchen, desto mehr geben sie auch an die Luft ab. Im Schlafzimmer sollte man auf Pflanzen achten, die auch nachts Kohlenstoff in Sauerstoff verwandeln. Dazu gehören zum Beispiel Pflanzen wie Aloe Vera, Bogenhanf, aber auch Kakteen und Sukkulenten. Wie ihr Pflanzen schön in Szene setzt, seht ihr in diesem Video. Extra Tipp: Wischt eure Pflanzen regelmäßig mit einem Staubtuch ab oder sprüht sie feucht ein. So steigert ihr die Vitalität, eure Pflanzen bleiben gesund und ihr habt lange Freude daran. Auch Gardinen haben Einfluss auf Raumklima und Luftqualität. Im Winter wirken Gardinen und Vorhänge als Wärmebrücke, indem sie die Wärme im Raum halten und so verhindern, dass sich eure Wohnung auskühlt. Trotzdem solltet ihr im Winter natürlich auch nicht auf das Lüften verzichten. Hier eignet sich, wie schon erwähnt, das Stoßlüften am besten. Übrigens solltet ihr Gardinen und Vorhänge regelmäßig waschen, denn gemeinsam mit Teppichen gehören sie tatsächlich zu den größten Staubfängern in eurer Wohnung. Wie ihr mit Vorhängen dekoriert, erfahrt ihr übrigens in dieser Folge Tipps und Tricks. Neben sauberer Luft sorgen Gerüche für Wohlbefinden und können schöne Erinnerungen hervorrufen. Der Hauch einer frischen Sommerwiese oder aber die Note weihnachtlicher Gewürze sorgen direkt für die richtige Stimmung. Mit Duftkerzen könnt ihr die Luft auffrischen und für eine bestimmte Atmosphäre sorgen. Verwendet je nach Tageszeit und Stimmung entweder aktivierende oder aber beruhigende Düfte. Im Homeoffice kann ein frischer Zitrusduft die Sinne aktivieren und so dazu beitragen, dass ihr euch besser konzentrieren könnt.
Und vor dem Einschlafen unterstützen euch warme, beruhigende Duftnoten von Honig bis Bergamotte beim Abschalten. Duftkerzen geben, wie alle Kerzen beim Verbrennen, kleinste Partikel in die Raumluft ab. Haltet den Docht möglichst kurz und vermeidet Zugluft, damit die Kerzen weniger rußen. Nachdem ihr die Kerzen gelöscht habt, vergesst nicht zu lüften. Das waren auch schon unsere Ideen für ein besseres Raumklima. Wie sorgt ihr zu Hause für ein besseres Raumklima? Und welchen Duft mögt ihr zu Hause am liebsten? Habt ihr weitere Fragen? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey doch!